Ja, Christian Schemeyer, Paartherapeut, Beziehungscoach, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es um Fantasien, die man beim Bettsport hat oder nicht hat und wie das dann so abläuft, gerade in einer neuen Beziehung und Probleme, die vielleicht auch im etwas fortgeschrittenen Alter auftreten können. Werfen wir uns mal rein, würde ich sagen. Hallo, ich bin 48 und seit 6 Jahren in einer On-Off-Beziehung. Leute, ich weiß ja nicht, es sind ja ganz viele neue jetzt gerade da. Also ich bin absoluter Gegner von On-Off-Beziehungen, sind meiner Ansicht nach grundsätzlich toxisch, beziehungsweise selbst wenn sie nicht offensichtlich toxisch sind, ist man nicht kompatibel, weil sonst wäre es nicht on-off. Ja, es ist immer, also on-off heißt irgendwo, wie soll ich mal sagen, Polarität muss es gar nicht mal sein, aber Chemie ist da, Kompatibilität überhaupt nicht. Und dann gibt es halt die super langweiligen Beziehungen, also diesen Gegensatz baue ich hier auch ganz gut auf in dem Buch, glaube ich, in meinem Buch Die neue Dimension der Liebe. Und dann gibt es im Gegensatz zu Beziehungen, wo ganz viel Kompatibilität vielleicht ist, aber keine Chemie so, ne? Aber on-off, 6 Jahre, ist für mich Mist, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich Mist und würde ich, weil es hat Gründe. Die Mail ist jetzt sehr kurz, ich weiß jetzt nicht, wie es dann, wo es da hakt in eurer Kompatibilität, aber wenn man kompatibel wäre, wäre es nicht on-off, ne? Vielleicht ist es auch ein Dreieck, ich weiß es nicht, ne? Mein Partner in den 50ern, während der Indoor Olympics oft wie weggetreten, hält die Augen fest geschlossen, ist nicht im Kontakt. Darauf von mir angesprochen, erzählt er, dass er sich, um sich zu stimulieren, vorstelle, mit Frauen aus seinem Umfeld, welche ihm gefallen, er attraktiv findet, gerade ja, Indoor Olympics zu haben. Ich fühle mich da sehr verletzlich, unsicher und wie benutzt. Mein Partner ist darüber sehr genervt. Er findet, es gebe ihm nichts an, was er denke und wolle und er könne dies nicht ändern. Das sei bei Männern so. Ja, okay. Also gut, ich bin natürlich jetzt kein Sexologe oder Sexualtherapeut. Aber gut, fangen wir mal an. Tatsächlich ist es so, ich habe mich da auch neulich mit einer entsprechenden Kollegin mal lange drüber unterhalten. Also jeder Mensch hat so seine Strategie, wie er so zum Ende kommt, sag ich mal, ne? Bei den Indoor Olympics. Und meines Gehirn ist ja das größte Sexualorgan, ist einfach so, ne? Und das spielt eine Riesenrolle so, ne? Und jeder hat so eine bestimmte Vorstellung, die er irgendwie interessant findet und die ihm helfen, dass man das eben auch als ja spaßig erlebt. Und das können die verrücktesten Sachen sein und alles ist irgendwo menschlich und da ist jeder Mensch anders und das muss auch, also die hat mir auch erzählt, dass manche auch Fantasien haben, die sind noch nicht mal mit Menschen zu tun und so mit Dingen teilweise und ich weiß es nicht oder Tieren oder es gibt einfach so viel. Die Frage ist nur, gefällt dir das oder gefällt es dir nicht? So, ne? Und er hat offensichtlich diese Geschichte und dann ist es natürlich auch noch so, dass zumindest bei Männern, wenn die so einem gewissen Alter sind, ja, vielleicht mehr Reiz brauchen, sag ich mal, in welcher Hinsicht auch immer, und da ein bisschen mehr Energie reingeben müssen, als man das vielleicht mit 18 machen muss, sag ich mal. Das kann auch eine Rolle spielen und da kann natürlich eine Rolle spielen, ich weiß jetzt überhaupt nichts über eure Beziehungen, vielleicht zieht er sich jeden Tag irgendwelchen Bild-Content rein, ist einfach komplett abgestumpft. Kann auch sein, ne? Also das sind so die Punkte, die man da bedenken muss. Das ist die eine Seite. Da muss man einfach gucken, passt das zu dir oder nicht. Man wird ja schon mal sowieso sagen, dass ihr nicht kompatibel seid. Vielleicht seid ihr noch nicht mal beim Bettsport kompatibel. So, ne? Zweiter Punkt ist, dass ich ein bisschen bemerkenswert finde, wie er dir das so vorkoffert. Weil selbst wenn das so ist, muss man einem das nicht so, das ist so, als wenn du irgendjemand auf der Straße spricht dich an und fragt dich, findest du mich hübsch? Und du sagst ihm, sorry, du bist einfach abgrundtief hässlich, das ist meine ehrliche Meinung, ich will nur ehrlich sein und du bist einfach fucking hässlich und guck mal, wie du aussiehst. Ja, also es gibt so eine Art von Ehrlichkeit, die ich persönlich nicht empathisch finde und auch nicht angemessen. Und auch sehr distanzierend und auf sich bezogen.
Und also nicht einladend, okay, lass uns ein Gespräch darüber finden, wie wir das schön gestalten, die Indoor Olympics, ich habe die und die Themen, ich habe die und die Probleme, wie können wir das liebevoll gestalten, aber wenn das so wäre, dann hätte ich ja wahrscheinlich auch keine On-Off-Beziehung, weil wahrscheinlich ist es anderswo auch nicht besonders liebevoll. Und wie gesagt, selbst wenn das so ist, und das ist die Frage, willst du einen Mann haben, der sowas, der so das braucht? Und willst du einen Mann haben, der so dir so eine Sache so kühl vorkoffert? Ne? Das ist für mich die Frage. Ne? Mir geht das Ganze sehr nah und ich versuche damit einen Umgang zu finden. Versuche es nicht persönlich zu nehmen, wie er immer sagt. Ja, wie gesagt, wenn dir jemand versucht, das mal nicht persönlich zu nehmen, wenn dich irgendjemand anspricht und sagst, ich wollte dir nur sagen, ich finde, du siehst total kacke aus. So. Aber nimm es nicht persönlich. Nimm es nicht persönlich. Oder, weil was er hier sagt, ja, ich, sorry, das ist mir bei Weiben nicht genug Stimulation, wenn du hier nackt auf mir liegst. Ich muss jetzt noch an Lieschen Müller denken, ja, das macht so eine Wahrheit von ihm sein, aber dann zu sagen, aber bitte nimm es nicht persönlich, dass ich dich, oh Gott, das ist schon, also das nicht persönlich zu nehmen, ist völlig, wie soll man das nicht persönlich nehmen? Also das ist abstrakt, richtig, aber unrealistisch, finde ich. Ja. Aber das ist genau, vielleicht habt ihr eine toxische Beziehung, ich weiß es nicht. Wie gesagt, On-Off-Beziehungen neigen dazu, sowieso dazu, sehr toxisch zu sein. Ist vielleicht einer der vielen Punkte, wo er nicht empathisch ist und wo du versuchst, über irgendwas hinwegzusehen, wo du einfach nicht hinwegsehen solltest, weil sonst gibt es wohl keine Offs. Ne? Versuche mich dahin zu entwickeln, dass ich das als normal empfinden kann und trotzdem noch mit ihm schlafe. Wenn ich mit ihm gemeinsam für einen gangbaren Weg suchen will, sagt er, es bringt nichts, er will bleiben, wie er ist. Ja, für mich ist das eine schwierige Aussage, ganz ehrlich. So eine wie, ich will so bleiben, wie ich bin oder nimm ich, wie ich bin. Ja, was weiß ich, wenn, keine Ahnung, nehmen wir mal an, du hast einen Partner, der kotzt dir bei jedem Essen auf dem Teller und dann sagst du, nimm ich, wie ich bin. Ich bin halt so. Was hast du für ein Problem? Ist dein Problem, wenn du meine Kotze auf deinem Teller nicht abkannst? Was kann ich dafür? Du bist so empfindlich. Weißt du, das ist so ein Sprachstil, den ich nicht mag und da meine ich hier, dass er zwischen den Zeilen hervorspringt hier und du suchst immer nach einem gangbaren Weg, aber er überhaupt nicht. Er macht einfach sein Ding und ob du das gut findest oder nicht, ist ihm scheißegal. Das, was, vielleicht bist du auch einfach nur, weiß ich nicht, ob er dich so als vollwertigen, emotionalen Menschen sieht, keine Ahnung. Ist auch sehr kurz, melde ich mich jetzt schon vorbei, für mich nicht hundertprozentig sagbar. Ja, wie sowieso natürlich immer, ich immer nur, sind ja immer nur Mutmaßungen und Gedankenanregungen, die ich hier geben kann. Aber ich weiß nicht, das wäre nicht meine Vorstellung von Indoor Olympics und hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ich würde ja, aus meiner Sicht wäre es aber auch so, es bringt überhaupt nichts, das rum zu diskutieren. Vor allen Dingen mit jemand, der sagt, ich habe keinen Bock, irgendwas Gemeinsames zu finden, ich will einfach nur mein scheiß verficktes Ding machen hier. Hätte ich auch gar keinen Bock zu reden, dann würde ich sagen, du, danke, alles klar. Ja, sorry, da sind wir, weder sind wir so kompatibel, noch sind wir hier kompatibel. Und ich suche mir jemanden, der mich ordentlich behandelt. Braucht kein Mensch. Das würde ich sagen. Ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.